So, und ohne WLAN-Stick geht's nun in die dritte Folge. Ja. Nett. Wie gesagt, seit Tagen planen wir schon wieder wegen sehr instabilem Internet. Also, ist ein Traum. Jütchen. Nichtsdestotrotz ist das ja für meinen Let's Play hier sowas von egal, weil ich kommuniziere sowieso mittels einem eigenen kleinen Netzwerk. Von daher. Scheiße. So. Und jetzt. Bam. Bam. Okay. So, jetzt haben wir hier schon mal die Dinger. Jetzt brauchen wir bloß noch. Genau. Hier, wie gesagt, diese Fans einrichten. Ich hoffe mal, das reicht. War das überhaupt so? Ja. Perfekt, reicht genau aus für eine Seite. Und für die andere Seite brauchen wir sowieso noch Holz, weil Holz ist jetzt leer. Aber hat genau gereicht. Ich bin beglückt, entglückt, verglückt, glückt. Quasi. Okay. Jo, kann man so machen. Kann man ganz kurz gucken, wie es von außen aussieht? Ja, okay. Das Problem ist jetzt halt die Dinger hier, die wirken halt jetzt ultra useless. Die müssten wir entweder rauskloppen oder irgendwie einen Sinn geben. Ja gut. Die Sache ist, wir können natürlich jetzt hier Arschloch. Wir können jetzt hier noch so eine Baumstammreihe einfügen. Wäre dann zwar statisch nicht sinnvoll, aber optisch gut. Eigentlich schon. Oder wir entfernen einfach diese Dinger hier komplett. Geht das? Huh? Huh? Bitte nicht? Ja, geil. Lol. Easy peasy lemon squeezy. Perfekt. So, jetzt müssen wir dann natürlich überall Holz hinsetzen. Brauchen wir 16 Stück. Vielleicht dürfte das dann auch schon wieder besser aussehen. Ach scheiße, jetzt kommen wir hier gar nicht ran. Okay, machen wir so. Ja, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Okay, easy. Könnten wir sogar wirklich richtig große Fenster hier unten rein zimmern. Halt. Okay, so. Dass wir quasi sagen, die beide kommen raus und die beide kommen raus. Und dann machen wir hier quasi zwei größere Fenster rein. Und das halt überall so. Das können wir dann nämlich auch da oben machen. Okay, komm, ich versuch's einfach mal. Wir machen erstmal nur bei einem Ding hier und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Wenn das wirklich zu scheiße aussehen sollte, können wir es ja immer noch rückgängig machen. Das wird dann nicht zu lange dauern.
So, das. Ach nee, das reicht jetzt mal gar nicht. Wir brauchen. Ach, schon wieder Holz hier. Und wir brauchen ja 8 Stück. Und nochmal ein bisschen. Ne? 6. Okay, gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Nee, irgendwie sieht es falsch aus. Nee. Der sieht irgendwie ultra falsch aus. Nee, machen wir nicht. Das sieht scheiße aus. Das sieht sowas von komisch aus. Hallo? Wieder rein. So sieht es dann auch definitiv besser aus. Okay. Das heißt, jetzt können wir die andere Seite machen. Dafür brauchen wir wieder Holz. Wir haben bloß noch 2 Äxte übrig. Sehr schön. Können wir bald also wirklich anfangen, mit ordentlichem Werkzeug zu arbeiten. So, ich schau mir gleich noch ein bisschen was zu essen, weil meine Nahrung geht schon wieder ganz schön den Bach runter hier. Haben wir noch mal angefangen, Stack von irgendwelchen Sachen hier? Nö, ne? Ja. Okay, easy. Dann würde ich mal sagen, du kommst noch da, du kommst noch da und dann, so. Ich glaube fast, wir könnten hiervon auch eine große Kiste bauen für Blaub und so. Einfach weil wir so viel davon allen anfallend haben. Ist ein Traum. Okay, komm. Wir machen das mal ein bisschen anders. Alles, was wir benutzen zum Verbrennen, einfach nur wirklich das komplett Vanillalaub hier. Und dann, damit ist die Kiste voll. Das ist so traumhaft, Alter. Das ist so traumhaft. Okay. So. Das ganze Kackgedöns kommt hier auch nochmal raus. Ach, hier ist auch noch mit Blätter drin. Oh mein Gott, wir haben so viele Blätter. So, das betrachte ich jetzt auch hier als Baumaterial. Was auch immer ich mir davon erhoffe. Ich habe keine Ahnung. Packe es erstmal hier unten rein. Wer weiß, vielleicht schmeißen wir es früher oder später sowieso weg, einfach weil es useless ist. Ich habe keine Ahnung. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin so ein Messi. Okay, haben wir Holz? Wir haben Holz. Hoffentlich haben wir Holz. Das sieht doch gut aus. Nanu, wo macht ihr was? Hä? Hallo? Was ist denn hier los? Was ist passiert? So, neue Bäume pflanze ich erstmal nicht an, weil es sieht so aus, als wenn wir erstmal mehr Holz nicht bräuchten, auf ein kurz oder lang. Dann werden wir eher annehmen, hier irgendwann mal unsere Felder aufzubauen. Weil das Haus, also zumindest das, was aus Holz gebaut wird, ist dann damit fertig, weil das Dach wird aus Gestein gebaut und der Fußboden sowieso auch. Beziehungsweise selbst wenn der Fußboden aus Holz gebaut wird, dann auf jeden Fall aus einem anderen Holz. Einfach damit ein farblicher Kontrast da ist. So, wir gehen auf jeden Fall mal zu unserem Feld, damit das wieder schön wächst. Weil wir werden es auf jeden Fall bald abbauen.
spring doch mal hier. Junge, das ist ja hier. Ist doch kein Klassentreffen. Scheiß Stamina. Okay. Ja, fangen wir von hier an. Das war dumm. So, eins, zwei. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das schon die dritte Aufnahme oder erst die zwei, die vier. Nein, ist das erst die dritte Aufnahme oder schon die vierte? Ich habe keine Ahnung. Es dürfte aber erst die dritte Aufnahme sein. So, pop. Pop. Und runter. So, einmal dahin, einmal dahin und dahin. Eins. Und na. Oh. Jetzt? Oh. Ich krieg ein Kind. Geht doch. Zum Glück bin ich ein kleiner Jump-and-Run-Spieler. Ah, Soren ist wieder da. So. Easy. Bam. Okay, jetzt muss ich nur hier so runter. Fünfterweise hier hin. Und jetzt einmal 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Oh, ein Teestück. Okay. Ja, jetzt brauchen wir wieder Holz. Nicht gerade wenig. Wir brauchen 6 Stück, 12 Stück, 12 Stück. 12 Stück? 1, 2, 3, 4. Nee, 16 Stück. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8. Ah, das war dumm. Ach, Mist. Ach, komm jetzt. Bevor ich hier noch 20 mal hin und her laufe. So. Lala, lala. Eigentlich, wenn ich das sowieso so mache, kann ich doch gleich die Dinger von hier aus hinsetzen. Ist nämlich einfacher. So, so, so und so. So, so, so und so. Und jetzt, voilà, der goldene Abschluss. Und es hat genau gereicht, Digga. Meine Berechnungen sind die Begründung des Taschenrechners. Okay, geil. Läuft doch. Nice. So. Jetzt brauchen wir hier bloß noch später quasi das Dach drüber spannen. Das wird natürlich nicht aus Stairs gemacht, sondern aus Slabs. Kennt man vielleicht. Hatte ich das Dach von meinem Hotel mal gezeigt, wie es aufgebaut war? Glaube ja, ne? Da hatte ich ja auch so ein 22,5 Grad Dach. Ja. Und genau so eins wird es dann hier auch. Das Haus nimmt langsam Gestalt an. Gut, also noch sieht es ganz schön einfach aus, weil es halt nur zwei Farben hat, aber durch das Dach später wird es dann definitiv so kontrastreich, dass es dann auch ordentlich aussieht. Glaubt mir. Ich weiß, wovon ich rede. In Klammern nicht. So, jetzt haben wir die Möglichkeit 1. Wir bauen die Kisten ab, bauen sie hier rein und fangen hier mit dem Feld an. Oder wir fangen erstmal mit dem Dach an. Ha, also ich würde am liebsten erstmal die Felder machen. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen Eisen, weil wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Wenn wir hier Felder aufbauen möchten, ganz klar, brauchen wir Wasser. Und wir müssen ein bisschen Terraforming betreiben, dass hier alles auf einer Höhe ist. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Die Frage wäre nur, ob wir hier die Erde abtragen oder hier Erde aufschütten.
Ich bin fast dafür, hier Erde aufzuschütten. Dann bräuchten wir aber Erde. Haben wir Erde? Ja, wir haben 400 Erde. Also easy. Also ist ja ein Träumchen, was wir hier an Erde haben. Nice. Okay, dann wäre das also auch beschlossen. Gut, dann machen wir das so. Das heißt, wir werden erstmal hier die Kiste. Die Kiste. Okay, nochmal so. Wir wollen hier erstmal Kisten hin. So, das ist ja Nahrung hauptsächlich, oder? Keine Ahnung. Wir brauchen erstmal irgendwo überhaupt ein paar Kisten, damit wir hier ein bisschen umräumen können. Ich packe die Kiste erstmal hier hin, ganz ehrlich. Hier passen die Kisten hoffentlich alle hin, keine Ahnung. Sieht aber gut aus. Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Hey, warum ist überhaupt Holz? Ach so, siehst du, stimmt, genau. Wir haben hier schon angefangen mit dem Boden. Okay. Das heißt also, der Boden wird auf jeden Fall aus Holz, aber aus dem dunklen Holz. Nice. Deswegen haben wir hier auch schon so viel Holz gesammelt. Hier, da und da. Haben wir hier schon eine ganze Menge. Ich habe sogar noch mehr abgeschlossene Kisten. Warum haben wir die in zwei Orte aufgeteilt? Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Können wir hier gleich alle Kisten hinbauen, die wir brauchen. Und zwar haben wir denn noch hier zwei Kisten. Halt, stopp. Das hier ist Quatsch. Das müssen wir so machen. So, da kommt hier die zweite Doppelkiste hin. Hier kommt dann der Ofen und hier kommt dann die letzte Kiste hin. So, das heißt, dich müssen wir abbauen. Hab ich keine Axt dabei? Doch, 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 hab ich doch. Hä? Hä? Moment mal, kann man einen Ofen nur mit einer... LOL. Man kann einen Ofen nicht mit einer Holzaxt abbauen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ein Ofen besteht doch genau aus dem Gestein, den man mit einer Holzaxt abbauen kann. Warum kann man den Ofen nicht mit einer Holzaxt abbauen? Das macht irgendwie nicht allzu viel Sinn. Na gut, vielleicht weil der Stein ja durch den Ofenbau bearbeitet wurde und dann, wenn der Ofen in Betrieb war, wird das Stein ja immer, ne, verändert der Stein ja so ein bisschen seine Substanz und wird damit vielleicht ein bisschen härter, BSC, und ja, damit dann, ja, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, was wir zuallererst machen, bevor mich das hier komplett gedanklich zerreißt. Ach halt, brauchen wir gar nicht. Wir haben hier noch. Wir machen hier jetzt mal das Loch zu. Dankeschön. So, okay. Und jetzt fangen wir mal langsam an. Ich schmeiße hier erstmal alles rein, was ich so im Inventar habe. So, und jetzt fangen wir an, Kiste für Kiste abzuräumen. Gott, haben wir viel Gestein. Hey. Ich versuche gleich mal ein bisschen zu sortieren. Eigentlich wollte ich das in der Reihenfolge reinmachen, wie es auch in den anderen Kisten drin war, aber dadurch, dass die anderen Kisten komplett unsortiert waren, bringt das nichts. Das heißt, ich räume die einfach irgendwie aus und versuche dann beim Einsortieren hier irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge einzuhalten, die auf den ersten Blick zumindest sinnvoll erscheint. Komm jetzt hier, meine. Ich hoffe mal, das ist jetzt so richtig. Ja, doch, war richtig. Okay. Dachte schon, ich habe mir jetzt hier wieder selbst. Es macht aber gerade hier sowas, wie ich es gerade mache, keinen Sinn. Ich sollte das lieber mal austauschen. Also, hier ist alles gleich. Aber hier.
dass die angefangenen Stacks immer nach vorne kommen, weil wir füllen ja quasi von hier, von links nach rechts auf, beim Ende, und von hier füllen wir von rechts nach links auf, Ende. Von daher, ne? Easy. So, ja, und hier ist auch wieder einfach. Ich glaube, an der Kiste brauchen wir keine Ordnung, einfach weil es sowieso eine Krimskramskiste ist. Macht die Sache ein bisschen einfacher. Lauscht den wunderschönen Klang meiner Taste, meiner Maus. Na komm. So, es wird bloß noch die Blätterkiste. Danach war es. Ernsthaft jetzt? Super, die Blätter kriege ich rein, aber jetzt hier die Kiste an sich dann nicht mehr. So, gescheitert. Die Erde lasse ich erstmal hier. Doch, lasse ich erstmal hier. Nein. Achso. Wow. Du kleiner Hurensohn. Siehst du, fällt mir gerade ein, wir haben die Erde. Ja, hier siehst du. Hallo. Das kommt nämlich wirklich noch mit in die Scheiße. Oh Gott. Ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Eigentlich müssten wir die beiden Inhalte tauschen. Wäre aber ein bisschen, ne? Zum Tausch braucht man ja generell immer einen freien Slot noch, damit man das erstmal da reinschieben kann, dann da rein, dann das. Ne? Das heißt, wir dürfen jetzt hier wirklich Slot pro Slot, beziehungsweise. Ach, leck mich. Wir machen das einfach. Einfach so hier. Wir machen erstmal die eine Hälfte. Bam. Jetzt machen wir unser Zeug bei uns rein. Und jetzt kommt der Rest. So. Easy. Warum fehlt hier eins? Moment mal. Moment mal. Hä? Ach ja, halt. Da. Da war ja was. Okay. Sehr schön. Damit sind unsere Kisten draußen schon mal weg. Dann können wir jetzt also alsbald anfangen, hier das Feld aufzubauen. Ist auch schon mal eine geile Sache. Perfekt. Okay, okay, dann gucken wir mal, wie weit das Feld. Oh, eine Biene? Oh, weg. Ah, die treffe ich. Hä? Stopp doch mal, du. Ich hab Honig. Okay, gerade mal zwei. Zwei Sättigung ist ja jetzt nicht so viel. Ah, es ist gewachsen. Ah. Leider nicht mal andersweise so weit, wie es hätte wachsen müssen. Ah, die ersten werden langsam ein bisschen rot, aber die müssen mindestens noch eine weitere Stufe, weil das ist jetzt gerade mal dieses hellrot, aber sie müssen wirklich richtig schön dunkelrot sein. Gut, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier das Ding verlassen. So. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Das heißt, in der nächsten und letzten Folge dann fangen wir dann wahrscheinlich dann doch erstmal die Beete an. Und dann werden wir uns in der nächsten Aufnahme dann irgendwann, also nächste Woche, da die Minecraft-Aufnahmen, werden wir uns dann um das Dach und den Fußboden in unserem Haus kümmern. Und hoffen, dass bis dahin unsere Felder auch so weit gewachsen sind, dass wir sie komplett abernten können.
Und dann werden wir unser Feld dann komplett zu Ende bauen und dann die das Saatgut quasi umziehen. Ja, in dem Sinne, bis dann.